Martin, ich bin einer der 17 Leute, die in der Verdi-Bildungsstätte Berlin-Konradshöhe gearbeitet haben und denen im Juni gekündigt wurde. Wir sind quasi entlassen worden, quasi, weil wir hatten ja kein reguläres Beschäftigungsverhältnis, sondern waren freiberuflich dort tätig. Das heißt, es wurde jetzt kein Arbeitsvertrag gekündigt, aber für einige von uns, die dort gearbeitet haben, bedeutet es, dass ihre Haupteinnahmequelle weggefallen ist, dass ihre Sicherheit weggefallen ist, wie sie die nächsten Monate oder das nächste Jahr finanzieren. Und damit ist ja das Arbeitsverhältnis de facto weggefallen. Die Motivation, die hinter der Kündigung der Rahmenvereinbarung steckt, von Seiten der Hausleitung, ist nicht ganz einfach für uns nachzuvollziehen. Also offiziell gab es keine Begründung, es gab keine schriftliche Begründung. Bei uns hat die Kündigung den Eindruck erweckt, dass es eine Reaktion ist auch auf unsere Forderung nach mehr Mitbestimmung in der Bildungsstätte und auch nach unseren Forderungen, zumindest über die Honorarhöhe zu diskutieren. Und das ist unserer Meinung nach eine ganz inadäquate Reaktion für eine gewerkschaftsnahe Bildungsstätte, dass sie mit einer Kündigung auf solche Forderungen reagiert. Wir haben versucht, uns zu organisieren, eben dass wir nicht diese vereinzelten freiberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sondern wir haben versucht, uns als Team von Freiberuflern zusammenzufinden, die sich eben auch organisieren durch beispielsweise einen Teamrat. Der Teamrat ist unsere Vertretung, die hat zwar nicht die gleichen Rechte wie ein Betriebsrat, aber zumindest haben wir damit Leute, die zuständig sind, für uns als Team mit der Hausleitung zu verhandeln. Die Hausleitung verhält sich bisher so, dass sie sagt, dass sie mit einzelnen Leuten verhandeln möchte, aber nicht mit uns als Team. Wir sind solidarisch miteinander, das heißt, es wurde einigen Leuten von uns mündlich angeboten, dass wir wieder anfangen können. Anderen wurde aber gesagt, dass sie definitiv nicht weiterarbeiten können. Und wir haben beschlossen, dass wir solidarisch miteinander sind und dass entweder alle die Möglichkeit haben, wieder im Haus zu arbeiten oder dass niemand von uns zurückgeht. Eine Schwierigkeit für uns freiberuflich Tätige, dabei unsere Forderungen durchzusetzen, ist, dass wir nicht wie abhängig Beschäftigte mit allen Arbeitskampfmitteln auftreten können. Wir können nicht streiken beispielsweise, weil wir ja keinen Arbeitsvertrag haben. Aber für uns ist nochmal eine besondere Schwierigkeit, dass wir eben von Aufträgen abhängig sind und diese Aufträge ja nur relativ kurze Zeit umfassen und wir deshalb viele Aufträge sammeln müssen. Und wenn wir uns jetzt sehr stark in der Öffentlichkeit engagieren, dann birgt es auch die Gefahr, dass mögliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber vor uns zurückschrecken und uns keine Honorarverträge anbieten. Und auch deshalb sind viele von uns 17 sehr zurückhaltend und treten nicht öffentlich auf, verteilen beispielsweise selber keine Flyer. Und auch deshalb sind wir auf die Unterstützung von anderen Menschen angewiesen, die sich solidarisch mit uns erklären. Wir sind an der Jugendbildungsstätte Konradshöhe. Wir stehen hier, um die Teamenden zu unterstützen, die hier alle auf einmal gekündigt wurden. Und wir verteilen Flyer an die Teilnehmenden, die zu den Seminaren kommen. Das Team ist eben geschlossen. Sie haben die Forderung, dass alle wieder eingestellt werden. Und solange das nicht passiert, wird auch kein Teammitglied dort arbeiten. Also diejenigen, denen es angeboten wird, die werden das so lange nicht machen, bis das ganze Team wieder erlaubt wird zu arbeiten.